Und jetzt geht's rein zum Termin. Daumen drücken. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche hinein in den Business Vlog Ausgabe 246. Und auch wenn es Sonntag ist, also Wochenende, heißt es für Unternehmer auch ab und zu arbeiten. Der Grund ist Exit the Room, ihr seht es schon am Outfit, weil Nadine und ich sind jetzt da auf dem Weg nach G2, sprich in die Kramstraße 28, zu unserem Exit the Room Standort, denn dort wartet die Kronenzeitung auf uns und das allererste Mal unser neuestes Spiel Wizard. Jetzt da machen wir das erste Testspiel, schauen, dass es super funktioniert mit Wizard und wie das ausschaut, das seht ihr gleich. In den letzten Wochen haben wir umgebaut, das bedeutet, hier hinten war ja der Raum Bomb. Ja, da haben wir jetzt da Zombie drinnen und da vorne, da war ja Zombie und da haben wir jetzt da das neue Spiel Wizard und da schauen wir jetzt da rein. Wir sind jetzt da im Raum Wizard, das ist der neue Raum, den wir jetzt da hier bei Exit Room Graz in der Kramstraße 28 haben und von der Einrichtung richtig mega. Nadine und ich sind jetzt da wieder zu Hause angekommen, auch schon umgezogen, jetzt da geht es wieder weiter mit dem Relaxen am Wochenende, sprich am Sonntag und es war wirklich mega, das Spiel funktioniert tadellos und es werden die ersten Spiele sind ab 25. Oktober buchbar. Ja, also von dem her richtig cool, auch die ganze Ausstattung und so weiter. Herrlich. Also so kann man auch ein Wochenende richtig relaxed mit Arbeit ausklingen lassen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon am Dienstag beim ersten Termin heute um 10 Uhr. Es geht heute richtig rund 10 Uhr, 12.30 Uhr, 16 Uhr und am Abend auch noch einige Gespräche. Gestern Donnerstag war es relativ unspektakulär, also Montag war gestern der Donnerstag. Normales Homeoffice, am Abend dann richtig coole Alanui Cruises gehabt, Member Info und Partner Call. Es gibt auch von Zoom Call eine Aufzeichnung, es geht Step by Step voran und jetzt da bin ich bei einem sehr, sehr großen Fastfood-Unternehmer von Österreich. Ich zeige bewusst jetzt nicht hier wo, weil sonst könnte das gleich als Werbung angesehen werden. Wichtig ist, die sind auf uns zugekommen, diese Standorte, weil sie eine Kooperation mit Exit the Room möchten. Ja? Und weil ich immer auf der Suche bin nach außergewöhnlichen Kooperationen, also nicht nur darum, wo es um plakative Werbung geht, sondern wo man sich wirklich Gedanken machen muss, ein bisschen kreativ sein kann. Deswegen bin ich heute hier und schauen wir mal einfach, was rauskommt. Termine am heutigen Tag um 10 Uhr das Gespräch bei diesem Fastfood-Unternehmen, dann um 12.30 Uhr Mitarbeitergespräch mit für neue Mitarbeiterin, wobei ich die Mitarbeiterin eh schon haben wollte von vor 2 Jahren, da war aber noch die Karenzzeit und das Kind ist dann gekommen, was eh super ist, ja. Das heißt, da das Gespräch, dann jetzt einen spitzenmäßigen, ich glaube spitzenmäßig sage ich oft, aber Do-It-Talk gehabt mit dem Willi Prokop. Der Willi Prokop ist Facebook-Marketing-Coach und einige Tipps habe ich auch schon aus seinem VIP-Club rausgenommen. Vielen Dank, Willi, für deine tolle Arbeit. Und wenn euch das Ganze interessiert, was der Willi in Do-It-Talk jetzt da gesagt hat, einfach YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr dann diesen Do-It-Talk nicht versäumt. Kommt jetzt da im Podcast-Format raus und dann auch hier auf dem YouTube-Kanal. Ja. Heutiges Wetter, wir haben den 22. Oktober, es hat wieder 23, 24 Grad gehabt und ich stehe gerade gemütlich heraus bei mir im Garten. Ich setze da hinten den Sonnenuntergang und ich schaue gerade, dass die Sonne mich nicht zu stark blendet. Aber das muss man dazu sagen, man merkt schon, dass es jetzt da relativ kühl wird. Ja, das heißt, jetzt mit kurzem Shirt draußen, wenn die Sonne weg ist, ist es nicht mehr so angenehm. Ja, oder angenehm schon, aber es ist auch kalt. Ja. Okay, das war es jetzt für heute Dienstag. Morgen, dann am Mittwoch, stehen einige Termine am Programm und Donnerstag ist auch sehr ein wichtiger Tag, weil da bin ich, so wie der Plan jetzt ist, unterwegs, aber den Termin versuche ich schon seit Monaten zu closen, ja, und deswegen werde ich erst da mehr erzählen, wenn er tatsächlich stattfindet und ihr dann auch dabei seid. Aber jetzt da gehe ich rein, weiterarbeiten und es ist ein richtig mega cooler Tag heute. Nadine und ich sind jetzt im Citypark, ja,
Meine hübsche Frau und beste Mitarbeiterin hat heute frei, die nächsten 7 Tage frei. Ja. Und das beginnen wir heute mit einem guten Essen, mit Running Sushi. Sind retour jetzt da aus der Stadt. Das Essen, also Running Sushi, war richtig lecker und gut. Und ich habe gleich danach einen Termin gehabt mit der Christine, ist auch eine Alanui Cruises Partnerin. Und die haben auch schon die nächsten Steps besprochen für die Alanui Cruises Team Cruise 2020. Also das sind wir jetzt da richtig gestalten. Wir sind, wenn alles gut geht, schon 5 Personen oder wir haben jetzt da erst Oktober. Das heißt, Ziel ist es, bis Februar, März 10, 20 Personen zu sein, wo wir dann gemeinsam auf Kreuzfahrt gehen. Ja? Jetzt, da muss ich noch einiges vorbereiten. Der Termin für morgen, wo es losgeht, der ist jetzt also eben bestätigt worden. Also es sollte alles klappen, aber nachdem es relativ kurzfristig ab und zu immer wieder passiert ist, dass doch was dazwischen gekommen ist, verrate ich euch erst morgen dann auf dem Weg und wenn ich dann dort bin, um was das genau geht. Und da muss ich noch einige Dinge vorbereiten und andere Dinge sind auch noch im Homeoffice zu erledigen. Ja, aber von dem her richtig cool und auch das Wetter, es ist Wahnsinn von der Temperatur her, richtig cooler Herbst. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon wieder so halbwegs frisch und munter. Die Sonne geht da drüben auf. Es ist richtig mega. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Alles ist im Auto gepackt. Jetzt auch das I Care About You Paket von der Nadine mit Knabbernossi drinnen und so weiter. Und was richtig cool ist, ja, von uns da bei unserem Haus, ja, wenn ihr da hinten seht, ja, ein bisschen da, die Sonne geht hier auf, ja, und da drüben wird schon alles richtig angestrahlt. Also richtig cool und schön. Aber jetzt da geht's los. Es liegen ungefähr 400 Kilometer vor mir, ja, also 4 Stunden Autofahrt zum Termin, Nähe München. Ja, also bis jetzt da schaut so aus, dass alles gut laufen wird und gut laufen soll. Wir stellen das Navi ein und jetzt geht's los. Jetzt hier Holzkirchen Süd angekommen, da hinten seht ihr auch mein Auto stehen. Ja. Und jetzt geht es rein zum Termin. Daumen drücken. 2,5 Stunden später, Termin ist abgeschlossen und er war mega. Also es sind jetzt da 2 Personen aus der Schweiz am Tisch gesessen, eine davon kenne ich schon seit Jahren und der Überhammer ist das, die zweite Person, die kennt eine andere von mir, mit der ich auch sehr gut befreundet bin und wenn wir das jetzt da hinbekommen, dann könnte Alanui Cruises wirklich international wachsen. Das heißt, die ersten Schritte jetzt da dann in die spanisch sprechenden Länder und dann über den Teich zu meinen Verwandten. Und die, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich Verwandte in Brasilien habe. Ja? Und auch dort könnte es dann mit Alanui Cruises hingehen. Also richtig mega, super Termin gewesen. Und jetzt geht es wieder 4 Stunden zurück nach Hause ins Office. Die Strecke München-Meiersdorf habe ich jetzt auf einen Sitz gemacht, sprich ich bin nie stehen geblieben, habe jetzt da keine Pause gemacht, sondern nonstop München-Meiersdorf, ja, und insgesamt am heutigen Tag über 8 Stunden im Auto gesessen und ich glaube es waren auch knapp über 800 Kilometer jetzt, aber es hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Auf der Heimfahrt schon einige Telefonate geführt, um das Ganze Schriftliche vorzubereiten, das heißt wie können wir das Ganze jetzt da organisatorisch starten, also von dem her, es schaut sehr, sehr gut aus, aber das Ganze ist das dann wirklich erst dann fix, wenn alles im Prinzip unterschrieben ist und dann auch erst richtig losgeht. Also ich glaube, in circa 1 bis 2 Wochen maximal sollte es dann soweit sein, dass ich
hier auch den offiziellen Start verkünden kann, aber ich möchte nicht über ungelegte Eier reden. Wie gesagt, es schaut sehr, sehr gut aus. Die 2,5 Stunden waren richtig super investiert und die über 8 Stunden Autofahrt heute. Das war's jetzt dafür, die Business Vlog Ausgabe 246. Mir hat es wieder irrsinnig viel Spaß gemacht, euch auf meiner Reise als Unternehmer mitzunehmen und euch zu zeigen, wie man neue Dinge eventuell angeht, aufbaut und so weiter. Und was mir so besonders freut, ist, dass das für mich im Business Vlog Thema immer so ein kleiner Rückblick ist, wie haben gewisse Dinge begonnen. Also heute ein historischer Tag mit den Gesprächen. Ob und wie sich was entwickelt, werden sich dann die nächsten Wochen und Monate zeigen. Und das Schöne ist ja, im Business Vlog ist das Ganze mitdokumentiert. Und damit ihr keine Ausgabe versäumt, wieder große Bitte, einfach den YouTube-Kanal abonnieren, weil dann versäumt ihr keine Ausgabe vom Business Vlog, von den Cruise Vlogs, von den zukünftigen und auch von den Strady Classics, sollte ich wieder Zeit finden, die Folgen zu drehen. Ja, das war's jetzt dafür, die Ausgabe 246. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, alles Liebe, euer Thomas.